Herr Präsident, meine Damen und Herren, nur so viel zur AfD. Die Partei AfD beschimpft die anderen Parteien und nimmt dann das Geld der Parteienfinanzierung. Das ist irgendwie ein gewisser Widerspruch. Und bei Ihrer Rede, Kollege, will ich schon noch mal eins sagen. Bei Ihnen ist es offenbar ja wie eine Sucht. Sie müssen jede Woche die Hetzdosis erhöhen. Wo führt das eigentlich irgendwann hin? Damit ist zu Ihnen alles gesagt. In der Debatte sind Sie raus. Ich will versuchen, das Ganze hier mal einzuordnen. Wir haben im Pflegebereich zurzeit 40.000 Stellen, die nicht besetzt werden können. Nicht das, was notwendig ist, 40.000 Stellen, die nicht besetzt werden können. Und zu dieser Tendenz sagt Minister Spahn, das wollen wir umdrehen, das geht nicht von heute auf morgen. Dann haben wir die Hälfte aller Befristungen, haben keinen Sachgrund. Minister Heil, immerhin ist ja mal ein Minister hier, ich frage mich, wo die alle übrigens sind, sagt Hälfte der Befristungen ohne Sachgrund, das muss aufhören. Und er, also Minister Heil, will das innerhalb eines Jahres anpacken. Zu dem, was wir heute diskutieren, um das mal einzuordnen für die Menschen, die hier zuhören und das Ganze mitverfolgen. Wenn Sie innerhalb von 9 Tagen den Pflegemindestlohn erhöhen würden und die sachgrundlosen Befristungen endlich abschaffen würden, dann kann man anders über die Parteienfinanzierung diskutieren. So ist die Sachlage. So. Und ich will mal, Sie kennen doch, hoffe ich, wohl die Zahlen. Gucken Sie sich Infratest an. 2/3 der Menschen in diesem Land haben kein Vertrauen mehr oder sehr wenig Vertrauen in die Partei. Bei Bundestagswahlen nehmen 25% der Leute gar nicht mehr erst teil an einer Wahl. Bei Landtags- und Kommunalwahlen sieht es noch katastrophaler aus. Das heißt, ein relevanter Teil der Menschen wendet sich ab von der Politik, von den Abläufen, wie die hier stattfinden. Und dann erleben sie das, was sie jetzt heute erleben. Und wenn man das nicht mitkriegt da draußen, dann hat man, liebe Große Koalition, wirklich den Schuss nicht mehr gehört nach den letzten Bundeswahlen. Ihr könnt doch nicht so weitermachen. Und vielleicht einen kleinen Insider-Tipp an die SPD. Also Sie wollen sich ja nach den 20%, liebe Genossinnen und Genossen, erneuern. Und ich hätte einen guten Hinweis für Sie. Wenn Sie endlich wieder eine gute, vernünftige, sozialdemokratische Politik machen würden, dann würden Ihre Wahlergebnisse sich verbessern und dann bekommen Sie mehr Geld aus der staatlichen Teilfinanzierung. Das wäre doch der viel bessere Weg und er würde Ihnen und dem Land nutzen. Ich glaube, in diesen Zeiten, wo es ein grundsätzliches Akzeptanzproblem für die parlamentarische Demokratie steht, wo Demokratie, wo übrigens auch Anstand schwer unter Beschuss steht, ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Bundestag als Gänze ein Zeichen setzt, dass man verstanden hat, was passiert ist und dass man das Abwenden von weiten Teilen der Bevölkerung von dem Geschehen hier, das trifft alle hier gleichermaßen übrigens, ernst nimmt. Und deswegen, dieses Verfahren geht nicht, da ist alles zugesagt worden. Auf der Agenda müsste stehen eine große Reform der Parteienfinanzierung. Dazu muss endlich ein Verbot der Unternehmensspenden an Parteien durchgesetzt werden. Politik darf nicht käuflich sein. Das Zweite. Das ist ja vor allem die CDU, CSU. Seit Jahren diskutieren wir das hier. Wir brauchen jetzt endlich ein Lobbyistenregister, damit die Bevölkerung gucken kann, wer hier rumläuft und Einfluss nimmt. Das wäre der zweite wesentliche Punkt. Und da wir logischerweise nicht nur kritisieren, sondern logischerweise immer konstruktive Vorschläge machen, will ich einen Vorschlag machen. Warum machen wir nicht Folgendes? Sie ziehen dieses Ding heute zurück. Das nutzt Ihnen, das genutzt dem gesamten Ansehen des Bundestages. Und wir berufen einen runden Tisch ein. Ich habe den Vorschlag gemacht unter dem Vorsitz des geschätzten ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, der viele gute Vorschläge in dieser Hinsicht gemacht hat, mit Transparenzorganisationen, mit Parlamentariern und vielen anderen mehr. Und wir gehen eine grundlegende Reform der Parteienfinanzierung und eine große Parlamentsreform an. Das wäre das richtige Zeichen in diesen Zeiten, in denen die Demokratie in der Krise ist. Das wäre angemessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Schluss, ich will das schon sagen, ich glaube, dass wir hier alle eine ziemlich große Verantwortung für die in Teilen schwer angeschlagene Demokratie haben. Was das Beste ist, was wir in der Geschichte bis jetzt hatten, bei all der Kritik. Da haben wir alle eine Verantwortung vor. CDU, CSU und SPD werden dieser Verantwortung heute in keinster Weise gerecht. In keinster Weise. Und eins will ich schon sagen, dass Sie sich damit selber enorm schaden, das sieht man ja am betretenen Gucken. Aber das Hauptproblem ist, Sie beschädigen damit den Bundestag,
und die parlamentarische Demokratie insgesamt, die wir gerade in diesen Zeiten stärken und verteidigen müssen. In diesem Sinne, wir lehnen ab. Nächste Rednerin ist die Kollegin Britta Hasselmann.